Mahlzeit, Kurzvideo vom Dirk. Zu einer grundsätzlichen Frage, die immer mal wieder aufkommt. Es gibt Leute, die glauben, wenn sie Änderungen an ihrem Moped vornehmen, was jetzt die Vergaser-Einlassseite betrifft oder die Luftfilter-Einlassseite oder Tuning oder offene K&N-Filter. Es gibt welche, die glauben, dass man mit der Gemischschraube, weil es ja heißt Gemisch einstellen, CO einstellen, dass man damit das abstimmen könnte. Das ist natürlich Quatsch. Sobald man den Einlassquerschnitt vergrößert oder offene Filter fährt, irgendwelche Änderungen vornimmt, muss man zwangsläufig die Vergaserabstimmung daraufhin abstimmen, also neu abstimmen. Die Gemischschraube ist wirklich nur fürs Leerlaufsystem, für Leerlauf-CO da. Diese ganze Gemischeinstellgeschichte betrifft immer nur das Leerlaufsystem. Ne? Das hat nur Standgas und zarter Übergang von unten. Die hat zwar eine ganz geringe Auswirkung bis sehr weit hoch, aber prozentual praktisch irgendwann gegen Null gehend. Also praktisch nicht wirklich relevant, außer für Standgas und Übergang. Es ist also nicht damit getan, wenn man jetzt irgendwie offen fährt oder offene Filter dahinter schraubt, dass man denkt, man könnte diese Gemischschraube weiter rausdrehen und dann würde das gehen. Das ist Blödsinn. Es mag sogar Firmen geben, die das irgendwie glauben. Das ist aber totaler Quatsch. Das zeugt nur davon, dass sie absolut keine Ahnung haben, wenn das einer so denkt. Also dann müsst ihr zwangsläufig, sage ich mal so, vergrößerter Luftfiltereinlass bedeutet, Hauptänderung muss im Volllastsystem stattfinden und im Teillastsystem. Untenrum Standgassystem bzw. Leerlauf-CO ist praktisch fast ganz unberührt davon, wenn ihr Änderung vornehmt. Also ihr müsst dann, sage ich mal, je nachdem wie stark ihr die Einlassquerschnittsöffnung vergrößert, müsst ihr ganz grob gesagt 25-30% größere Hauptdüse wählen und den Teillastbereich fetter machen. Wie? Das kann man natürlich ehrlich gesagt ohne Lambda-Test gar nicht vernünftig machen. Das kann man nach Gefühl, wenn man Erfahrung hat, so halbwegs hinkriegen. Aber wenn man es genau machen will, kommt man um Lambda-Test dann nicht herum. Prüfstand muss nicht sein, aber Lambda-Test ist das A und O. Ganz einfach, weil man in der CO-Wert ist nur relevant für Standgas. Nach oben hin kann man mit CO gar nichts mehr anfangen. Da geht es immer um Lambda-Werte. Und zwar Lambda 1 wäre sozusagen ein ausgeglichenes Kraftstoff-Luftgemisch und von über 1, 1.1 so wäre magerer und unter 1, 0,9, 0,88 ist fetter. So, und in Beschleunigungsphasen würde man etwa auf 0,9, 0,88, 0,9 einstellen. Und 1,1 ist eigentlich gar nicht relevant, außer vielleicht, wenn sie im Leerlauf tuckern oder so. Aber auch da wird es, also es kommt wieder auch drauf an, in diesem Fall spreche ich jetzt von Vergasermodellen. Ne? Bei Einspritzern kann man ganz beliebig alles regeln. Das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Von den Werten her bleibt es aber trotzdem dabei, dass es so ist, dass man in Beschleunigungsphasen auf etwa 0,88 geht. So. Und ohne diesen Lambda-Test kann man das nicht wirklich aussagekräftig irgendwo mit feststellen. Ne? Das Fahrgefühl ist oft täuschend. Also man kommt in einen Bereich ohne so einen Lambda-Test, wo man sagen kann, okay, fährt ganz okay, aber man verschenkt eventuell noch viel in die eine oder andere Richtung, wenn man das nicht exakt macht. Ja, was wollte ich gerade sagen? Moment, ich muss überlegen. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich eben noch sagen wollte. Da war ich drüber weggekommen. Und zwar ist es so, dass wenn ihr auch Leerlauf-CO einstellt, diese besagten etwa 4,5%, die auch für den TÜV-Grenzwert sind und die auch gleichzeitig ein Wert sind, womit so ein Moped wirklich optimal Standgasübergang hat und so, da braucht man also nicht fetter gehen, da ist dieser Wert, den der TÜV als maximal fordert, auch ausreichend. Es ist nur so, angenommen, ihr stellt diesen Wert bei 1100 Umdrehungen ein. Die Leerlaufdrehzahl hat einen riesigen Einfluss auf diesen CO-Wert, weil einfach der Unterdruck unterhalb oder durch den Drosselklappenspalt unter der Drosselklappe sozusagen extrem steigt, wenn der sich noch verkleinert. Heißt, habt ihr bei 1100 auf 4,5% gestellt und dreht dann die Leerlaufdrehzahl auf 900 runter, nur mal als Beispiel, dann wird sicherlich das CO auf vielleicht 5,5% ansteigen. Und hebt ihr die weiter an, fällt der Wert.
kann er sein, dass er auf 4 oder 3,5 runtergeht. Das ist halt ganz normal. Das ist einfach dadurch, dass die höhere Unterdruck, die höhere Wirksamkeit, sage ich mal, des Gasstromes einfach mehr Sprit aus dem Leerlaufsystem zieht dadurch, als bei einem geringeren Unterdruck, heißt bei einer höheren Drehzahl, weil der Drosselklappenspalten, was größer wird, fällt der Unterdruck. Naja, es hängt also alles sehr komplex zusammen und insofern ist das alles nicht ganz so banal, wie manche sich das vorstellen. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben in einem kleinen Video, weil das oft unklar ist und die Leute sich da gedanklich in falsche Gegenden begeben oder manchmal auch die falschen Sachen glauben, weil im Internet gibt es die wildesten Sachen zu lesen und zu hören und manches ist gut und vieles ist grottenschlecht und das ist halt schwierig manchmal für Leute, die es nicht genau wissen, zu unterscheiden und deswegen sage ich das jetzt nochmal. Heißt auch, wenn ihr jetzt ein Moped habt, sage ich mal, das eigentlich immer gut anspringt und wenn es sehr arschkalt wird und ihr wollt vielleicht trotzdem mal fahren, dann will sie nicht gut anspringen, trotz ganz gezogenem Schok. Dann ist es ein Versuch wert, an der Standgasschraube einfach mal eine halbe Umdrehung weiter runter zu drehen. Dann habt ihr praktisch einen höheren CO-Wert, der praktisch das Grundgemisch, was derzeitig vorhanden ist, weiter anfettet und dann kann es sein, dass das Moped dann doch noch anspringt. Kann sein, kommt aber auf viele einzelne Gegebenheiten an, aber Fakt ist immer, tiefere Drehzahl wird das Gemisch fetter, das Eingestellte. Bei Leerlaufdrehzahl, wenn ihr etwas runterdreht, wird es fetter, wenn ihr höher dreht, wird es magerer. Das ist, der Schwimmerstand hat noch eine große Auswirkung und es sind sehr komplexe Zusammenhänge, auf alle will ich jetzt nicht eingehen. Das soll es für heute erst wieder gewesen sein, nur soweit dazu. Bis später, der Dirk war's mal wieder. Tschüssi.